Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, wir sind wieder da. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talk-Radio-Woche. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben Montag. Montag heißt freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei mir unter unserer bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Anna, Anruferin, und die Anna ist 22 Jahre alt. Hallo Anna. Hallo Domian. Hallo Anna. Deswegen rufst du mich an. Ich habe ein Problem mit Männern. Es geht darum, dass sie mir schon öfter Geld geboten haben, um mit ihnen ins Bett zu gehen. Und ich einige Angebote schon angenommen habe. Das letzte heute. Das letzte heute? Also es ist nicht zum Geschlechtsakt gekommen, aber es ist eine sexuelle Handlung vollführt worden. Zwischen euch beiden? Oder du an dem Mann? Er an sich selbst, aber ich habe mich ausgezogen. Ja. Wie viel Geld hast du bekommen? 50 Euro. Und wie viel Mal ist das bisher schon passiert? Also mit dieser Person war das jetzt das erste Mal, aber... Und allgemein im Ganzen? 5-6 Mal. 5-6 Mal. Und das ist so ganz einfach von sich aus passiert? Es haben also, dich einfach Männer angesprochen und das angeboten? Beim ersten Mal kam es dazu, dass ich einen Job gesucht habe und eine Anzeige geschaltet habe. Und ich bekam eine Putzstelle. Mhm. Und ich habe dann ganz normal geputzt. Und da wurde mir Geld angeboten, dass ich mit dem Mann ins Bett gehe. Schon beim ersten Mal, als du geputzt hast? Ja. Mhm. Und es war sehr viel Geld für mich. Nämlich? 200 Euro. Oh ja. Also damit konnte ich fast meine Miete bezahlen. Mhm. Musst du lange verputzen? Ja. Du hast es dann gemacht auch? Ich hab's gemacht. Und das war das erste Mal, dass du für Geld Sex hattest? Ja. Wie lange liegt das zurück jetzt? Ein Jahr. Mhm. Und bis dahin ist es dann mit dieser Person noch 3-4 Mal passiert. Mhm. Und mit einer anderen Person nochmal, also insgesamt waren es 3 verschiedene. 3 verschiedene Männer. Mhm. Kann man sagen, dass du irgendwie so da reingerutscht bist in die Prostitution, kann man ja so sagen? Ich versuche es zu vermeiden, aber ich muss es mir, also ich halte es mir, wenn es passiert ist, halte ich es mir auch vor Augen. Mhm. Und es läuft, es ist wie, als ob ich das Wort vor meinem Augen sehe, Prostituierte. Mhm. Ich verkaufe mich für Geld und das nagt an meinen Nerven. Mhm. Und das Schlimme ist einfach, ich habe Angst, darin, ganz da rein abzurutschen. Ja, ja. Weil nach diesem Vorfall heute, es ist ja nicht zum Geschlechtsakt gekommen, aber die Person hat mir sehr viel Geld geboten, um ihn zu vollziehen. Und der Fakt, dass ich darüber nachdenke, nagt an mir. Ja, also wie ich dich richtig verstanden habe, hat es heute keinen Geschlechtsakt gegeben. Ja. Aber er hat ihn dir angeboten. Ja. War das heute... Das habe ich gerade nicht richtig verstanden. War das heute ein neuer Mann oder auch schon jemand, den du kanntest? Ich kannte den, der versucht das schon seit längerem. Aber es ist nie dazu gekommen, weil irgendwie habe ich mich schnell wieder aus dem Staub gemacht, aber heute eben nicht. Und ich weiß auch nicht, warum. Und wie kamst du an den, wie seid ihr zusammen getroffen heute? Wo? Er ist ein Kioskbesitzer, wo ich meine Zigaretten kaufe. Ach, und er hat halt ein Hinterzimmer und ich kam und wollte was kaufen und es war sonst keiner da und ab und zu führen wir dann so ein oberflächliches Gespräch und dann sind wir nach hinten gegangen und haben eine Zigarette geraucht und es fing an, mich anzufassen und... Aber da war ja der Punkt, wo du hättest gehen können. Ich weiß, er ist dann nach vorne gegangen und hat seinen Laden abgeschlossen und
ich hätte trotzdem gehen können. Zwischenzeitlich sind auch Kunden gekommen, denen er die Tür aufgemacht hat. Und ich hätte in dem Moment rausgehen können. Mhm. Aber du hast es nicht. Aber ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Aber du hast dich nicht auf den Geschlechtsverkehr eingelassen? Nein. Warum nicht? Ich konnte nicht. Er hat wahrscheinlich, weil ich von ihm mehr weiß als von den anderen. Die haben mit mir keine Gespräche vorher geführt und ich habe seine Frau schon gesehen, er ist verheiratet. Aber was für eine absurde Situation, da gehst du in dein Bütchen und kaufst dir deine Zeitung oder was auch immer. Ja. Und dann holt er dich in sein Hinterzimmer. Ja. In diesem Jahr, während das jetzt passiert ist, bist du solo oder hast du einen Freund? Ich bin solo, aber zwischenzeitlich hatte ich einen Freund. Das auch, wie kommt das? Bist du eine sehr, sehr attraktive junge Frau, dass die alle auf dich fliegen und dir solche Angebote machen? Ja, ich weiß nicht, ob man das selbst von sich so sagen kann. Ich würde es nicht sagen. Wahrscheinlich fühle ich mich deshalb, es ist eine gewisse Form von Schmeichelung ist ja da. Ja. Sonst würde ich wahrscheinlich nicht darauf eingehen, aber... Also ich gehe mal davon aus, dass du schon eine attraktive Frau, eine attraktive junge Frau bist. Frage ist ja jetzt, was empfindest du denn dabei, wenn, oder was empfindest du, besser noch gefragt, was findest du danach? Empfindest du danach, wenn du sowas gemacht hast? Also danach geht es mir richtig schlecht. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich dann weggehe, dass alle Leute wissen, was ich gerade gemacht habe. So auch heute. Das heißt, jetzt im Moment geht es ja auch schlecht, weil du das gemacht hast. Ja. Diese, nochmal eine Frage zu der Putzstelle. Putzt du da offiziell immer noch? Nein. Nee, das ist vorbei. Nein, das ist vorbei. Also, das bedeutet, dass du das eigentlich nicht machen möchtest, weil du dich dabei und vor allen Dingen hinterher schlecht fühlst. Ja, und deswegen verstehe ich eben nicht, wie ich immer wieder in diese Situation hineinkommen kann. Naja, vor allen Dingen in die Situation kann man ja hineinkommen, aber dass du nicht frühzeitig Nein sagst. War schon der Fehler, dass du überhaupt mit dem in das Hinterzimmer gegangen bist. War dir denn in dem Moment nicht klar, jetzt brodelt hier was? Irgendwie schon, aber er hat vorher auch schon so Andeutungen gemacht und es ist trotzdem nie zu irgendwas gekommen und ich dachte, ich konnte es mir in dem Moment wahrscheinlich auch nicht vorstellen, dass er da in dem Hinterzimmer von seinem Kiosk, wo wahrscheinlich seine Schwägerin oder seine Frau hätten jeden Moment reinkommen können. Ja, aber mittlerweile hast du ja schon einiges erlebt, sodass man sich fast alles vorstellen kann. Oder was ja, man so. Es wird immer wieder, ich werde immer wieder überrascht, weil Menschen gehen. Gut, aber eigentlich ist es ja eine Frage der deiner inneren Entscheidung, dass du, wenn du jetzt schon mehrfach sowas gemacht hast, dass du generell sagst, ich entscheide mich jetzt für ein definitives Nein. Interessant ist ja die Frage, warum du überhaupt immer wieder in die Situation gerätst und dich darauf einlässt. Was ist da los mit dir? In einer gewissen Art und Weise finde ich es ganz prickelnd, sozusagen, dass sie mich so attraktiv finden, dass sie mir Geld dafür geben. Mhm. Aber in einer anderen Art und Weise ist es sehr billig. Mhm. So, nun kann man ja vielleicht das so deuten, die Erfahrung hast du jetzt gemacht, die Erfahrung auch, dass man das vielleicht prickelnd finden kann. Aber du hast auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es dir danach schlecht geht und dass du dich schäbig fühlst und dich irgendwie auch schämst. Ja. Daraus solltest du eine Konsequenz ziehen. Nämlich, dass du hart, wie ich es gerade schon gesagt habe, für dich entscheidest, so frühzeitig wie möglich abzubremsen, wenn sich so eine Lage zusammenbraut, die in irgendeiner Weise zu einer solchen Handlung führen könnte. Ich habe auch manchmal einfach das Gefühl, nicht Nein sagen zu können. Nicht nur in diesen Situationen, sondern generell. Mhm. Ich bin auch schon mit Männern mitgegangen, ohne dass sie mir Geld geboten haben. Und da war es komischerweise dann so, dass ich während des Aktes Nein gesagt habe. Und einer fand das dann halt auch gar nicht lustig und er hat sich dann einfach genommen. Ja. Ich konnte dann nicht mehr da raus.
Hast du das irgendjemandem schon erzählt, was du gemacht hast im letzten Jahr? Einem sehr guten Freund habe ich vom ersten Mal erzählt. Ja. Aber ich habe seinen Blick gesehen und schon fast die Verachtung für das, was ich getan habe. Und ich konnte es niemand anderem erzählen. Hattest du früher? Angst, dass meine Mutter oder Familie generell es erfährt. Ja, ja, ja. Die Gefahr besteht ja auch, dass es durchsickert. Ja. Hattest du früher mal eine gute Beziehung, mal über einen längeren Zeitraum? Ja. Eine glückliche? Ja. Und die besteht eben nicht mehr und wahrscheinlich suche ich das, aber ich finde es eben nicht und die Trennung ist jetzt auch schon Ewigkeiten her. Aber du leidest immer noch an dieser Trennung? Ja. 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 Ist ja interessant, ne, dass du das gleich in Zusammenhang bringst, die Trennung und der Schmerz, der damit verbunden ist und dieses Verhalten, sich damit vielleicht zu betäuben, sich Anerkennung zu holen, denen das Prickeln zu spüren und so weiter. Ja, weil ich seine Ablehnung mir gegenüber irgendwie versuche wettzumachen. Das heißt, er hat dich verlassen? Ja. Mhm. Ja, das sind ja schon mal ganz interessante Einsichten, Anna. Mit denen, finde ich, kann man viel anfangen. Dass das vielleicht seine Ursache darin hat, kann ja sein. Vielleicht auch noch in komplizierteren Verstrickungen in noch früheren Jahren. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gehört, dass du dich dabei nicht gut fühlst. Ich würde dir raten, dass du vielleicht, um dir noch ein wenig mehr auf die Schliche zu kommen, dass du eine Beratungsstelle aufsuchen solltest. Eine psychologische Beratungsstelle. Dazu biete ich dir jetzt erstmal ein Gespräch mit meiner Psychologin an, ja. Die dir das alles mal so erklären kann, was man da tun kann. Ja. Vielleicht schaffst du das ja einfach nicht, Nein zu sagen, für dich eine klare Haltung zu entwickeln, aufgrund der Verstrickungen der Vergangenheit. Und ja. Die muss man auflösen. Und dann, ich habe Sorge, dass du dann noch weiter reinfällst und es dann noch schwieriger. Auch meine Angst. Ja, genau. Und dass es dann noch schwieriger ist, da rauszukommen. Manchmal einfach nur rot im wahrsten Sinne des Wortes. Mm-hmm. Manchmal auch rot im Sinne von Blut und ich kann nicht mehr. Mm-hmm. Und das sind dann so Gedankenblitze, die sich dann mit allem verbinden und ja. Im Moment macht es mich wirklich fertig. So, jetzt legst du bitte auf. Ja. Und wir werden dich, sobald es geht, zurückrufen. Das heißt, meine Psychologin, die Sabine, wird das machen. Alles klar. Ich wünsche alles Gute und alles Liebe. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch oder meldet euch über Mail unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit der Simone. Und Simone ist 40. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Simone. Schön, dass du da bist. Ja, das finde ich auch. Um was geht's bei dir? Und zwar, das ist auch eine ziemlich beschissene Sache. Ich habe eine Entzündung in meinem Gesicht, also der Hauptgesichtsnerv, der nennt sich Trigeminus. Ja. Der führt durch den Unterkiefer, durch den Oberkiefer, in die Nase, ins Auge und hinters Ohr. Mhm. Ich habe vor 4 Jahren eine Enzephalitis gehabt, das ist eine Entzündung am Gehirn. Mhm. Und dabei hat dieser Nerv was abgekriegt. Aha. Ich habe halt seitdem permanent Schmerzen. Sieht man das auch? Jetzt nicht im Moment minimal. Also ich habe manchmal so Anfälle. Ich habe am Anfang bis zu 200 am Tag gehabt. 200 Anfälle am Tag? Ja. Was sind das für Anfälle gewesen? Wie Nadelstiche im Gesicht, musst du dir vorstellen. Die daher gehen, wo ich dir eben erklärt habe. Mhm. Unterkiefer, Oberkiefer. Mhm. Die haben mir meine ganzen Backenzähne gezogen auf der rechten Seite, weil sie nicht gewusst haben, wo es herkam. Mhm. Weil sie vermutet haben, es kommt von Zähnen. Kam es aber nicht. Mhm. Wie die Zähne weg waren, haben sie halt dann festgestellt, dass es an diesem Trigeminusnerv liegt. Schwillt das Gesicht dann auch an oder rötet sich das? Kann man ja, mein Ohr wird ganz, ganz rot. Das Ohr wird ganz rot. Ist, also das glüht, es ist ganz heiß, muss man sich vorstellen. Also bis zu 1000 Nadeln halt. Und es kann immer wieder kommen und ich kann auch nichts dagegen tun. Mhm. Das kann manchmal kommen durch Emotionen, wie zum Beispiel jetzt im Moment reg ich mich ein bisschen auf. Ja, ja, ist klar. Das ist auch weh, ja. Das ist richtig krass. Also bis zu 200 Mal am Tag ist das schon passiert. Wie lange hält das dann, wie hält das dann ja, vor? Ja, ein Schmerz ist immer da. Ein Schmerz ist immer da, musst du dir vorstellen. Das ist wie Zahnschmerzen mit Ohrenschmerzen gepaart. Mhm. Und ja, ganz genau.
Und also ist denn diese Gehirnentzündung, von der du gerade gesprochen hast, ist die therapiert? Nicht ganz, nicht ganz. Wenn Stress ist, zum Beispiel habe ich Sprachschwierigkeiten. Ich bin Frührentner, ja. Brauche also nicht mehr arbeiten gehen, weil ich ganz schwere Konzentrationsstörungen dadurch habe. Aber ja. Das Schlimmste sind halt diese Schmerzen im Gesicht. Und ich war schon beim Nervenarzt und ja. Ich habe Medikamente bekommen. Dadurch hat sich etwas gebessert. Es sind jetzt noch zwischen 15 und 25 Anfällen am Tag. Aber wie lange halten die an jeweils? Das ist unterschiedlich. Das kann eine Stunde dauern, es kann aber auch nur 10 Minuten dauern. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich muss mich dann auch sehr ruhig halten. Mhm. Ich kann mich nicht stark, wenn ich mich dann bewege, wird es immer schlimmer. Bis zum Erbrechen, das dreht dir den Magen, das dreht dir alles zusammen halt. Mhm. Ne? Was machst du dann? Legst du dich hin? Setzt du dich ganz still hin? Ja, ich halt ziemlich still. Ich versuche, ich kann dann auch nicht kauen. Essen ist schlimm. Und ich war im Krankenhaus und im Krankenhaus haben mir halt gesagt, es gibt eine Möglichkeit, das noch zu verändern. Mhm. Und das heißt, dass die mir den Nerv kappen wollen, also den Nerv durchtrennen. Ja. Aber dann würde ich aussehen, als hätte ich einen Schlaganfall. Ach so, das heißt, dann würde das Gesicht hängen auf der einen Seite. Ja. Weil der Nerv hält das Gesicht in Form, kann ja, man ganz genau. So sagen. Ganz genau. Und es gibt und keine... Wenn die das durchtrennen würden, hätte ich zwar... die Schmerzen nicht mehr, aber ich würde halt dementsprechend aussehen. Und ich sage immer, wenn es einem schon scheiße geht, ne, dann muss man da noch scheiße aussehen. Ne? Wobei man sicher irgendwann vielleicht auch mal zu so einem Punkt kommt, dass man überlegt, wenn ich die Chance habe, vielleicht die Schmerzen loszuwerden, würde ich es eventuell in Kauf nehmen, dann schlecht auszusehen, wenn man sich vorstellt, dann ganz schmerzfrei zu sein, weil dauerhafte Schmerzen sind ja was unfassbar Schlimmes. Es ist wirklich, es ist schlimm. Ich habe halt schon von Menschen gehört, die das über Jahre hinweg hatten und das geht von einem Tag auf den anderen, kann es weggehen. Achso, da ist natürlich dann so eine Hoffnung noch da. Ja. Wobei mir als Laie das irgendwie nicht eingängig ist, dass man diesen Nerv nicht betäuben kann. Man muss ja nicht gleich kappen. Warum kann man den nicht so behandeln, dass er einfach keine Schmerzen weiterleitet, aber dennoch seine Funktion aufrecht? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Man kann den Nerv nur brachlegen oder halt starke Schmerzmittel nehmen. Mhm. Aber wenn ich starke Schmerzmittel nehme, das bringt mir ja auch nichts. Dann würde ich ja, das habe ich auch schon ausprobiert, aber dann laufe ich ja nur high durch die Gegend. Mhm. Dann ja, und hast nimmt die... man ja seine Umwelt nur noch kaum wahr. Das heißt, du nimmst im Moment keine Medikamente ein? Ich nehme schon Medikamente, aber das ist sowas Ähnliches, was auch Epileptiker nehmen, ja. Also ein Epileptikum nennt sich das. Damit dadurch haben sich diese Anfälle reduziert. Das ist ganz schlimm. Bist du dadurch ist das weniger geworden. Ich suche auf dem Weg eigentlich Menschen, die vielleicht die gleichen Probleme haben wie ich, was die dagegen getan haben oder was irgendwelche Möglichkeiten halt noch gibt, außer diesen Nerv zu kappen. Ja. Hast du schon dich mal versucht schlau zu machen im Internet, in Foren oder in Selbsthilfe-Chats? Ich war beim Heilpraktiker. Ich habe Stromtherapie gemacht und ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Wie ich sage, ich quäle mich ja schon seit 4 Jahren damit. Ne? Das ist eigentlich noch der einzige Weg, wo ich hoffe, dass mir vielleicht irgendjemand helfen kann. Ja. Ich ziehe das manchmal so ins Lächerliche wie eben, aber das ist nicht witzig, ist ganz schlimm. Nee, das glaube ich auch, wenn man 4 Jahre so ein Leiden hat. Ja. Und deshalb bist du auch schon früh berentet. Mhm. Das heißt ja, dass das was schon sehr Schlimmes. Ja, natürlich. Sehr schlimm. Ich habe sogar eine Pflegestufe, weil ich manchmal mich gar nicht anziehen kann, so Schmerzen habe ich. Du hast gerade, ich habe gerade so einen Plock gehört. Rauchst du? Ja. Ist vielleicht auch nicht so das Klügste, ne? Dann nein, aber... Nee, das finde ich eigentlich nicht so schlimm. Das tut mir auch nicht weh. Kauen tut weh. Nee, ich meine, wer weiß, welche Auswirkungen der Rauch und Rauchen ist ja nun alles andere als... Es ist nie förderlich für die Gesundheit, nie. Das stimmt. Bist du starke Raucherin? Nein. Nee. Nein, jetzt wo ich aufgeregt bin. Aber normalerweise, also ich rauche normalerweise zwischen 3 und 5 Zigaretten am Tag. Mhm. Manchmal gar nicht. Mhm. Manchmal fällt mir abends ein, hast noch gar nicht geraucht. Und dann muss ich eine rauchen, weil ich dran denke. Also der Fall ist auch so bei dir, dass die Medizin quasi die Waffen gestreckt hat. Ja. Die haben gesagt, es gibt nur die Möglichkeit, den Nerv zu kappen, aber dann eben mit den gerade besprochenen Nachfolgeerscheinungen. Ganz genau. Und ansonsten sagt man dir, wir können nichts machen. Ja.
Das ist natürlich wirklich fürchterlich, ne? Wenn man als Patient da sitzt und man kriegt gesagt, ja, wir wissen es auch nicht, was es ist. Ja, wie gesagt, zuerst wussten sie ja noch nicht mal, was es ist. Wie schon gesagt, die haben mir ja zuerst sogar die im Unterkiefer die Zähne gezogen. Und das, du musst dir das so vorstellen, ich sitze manchmal da und bin nur am Zähnekauen. Ich habe mir meine ganzen Zähne kaputt gemacht dadurch. Ich habe oben schon ganz alles neue Zähne, Professorin, Kronen. Und jetzt haben die Zähne so nach vorne gemacht, dass ich mir die unteren nicht noch kaputter machen kann. Kannst du denn schlafen, wenn du das nachts hast? Nicht schlecht. Ja, ganz das kann schlecht. Ich mir vorstellen. Ganz schlecht. Mhm. Wie ist denn das so in deinem Alltag? Lebst du allein? Ich hab Familie, ich habe einen Mann und ich habe auch eine Tochter. Oh weia, das heißt, du hast deinen Haushalt zu schmeißen? Das schaffe ich manchmal gar nicht. Ich habe gesagt, ich habe eine Pflegestufe. Also es ist sehr oft jemand hier, der mir halt helfen muss, weil das gar nicht möglich ist. Also du suchst auf diesem Wege vielleicht eine Information, eine Hilfe. Ja, wenn jemand zugehört hat und sich weil du was auskennt der oder sich auskennt, schon erlebt hat. Vielleicht selbst erlebt hat wer eine Idee hat, was man tun kann. Ganz genau. Wohin man vielleicht gehen könnte. Ja. Wer ein guter Arzt ist oder ob es eine bestimmte Technik, Behandlungstechnik gibt und so weiter. Genau. Ich biete es dir gerne an, man möge uns dann am besten mailen oder auch schreiben, wer nicht mailen kann, mailen unter domian@wdr.de und schreiben einfach WDR Domian 50600 Köln, dann reichen wir es an dich weiter. Ja. Ich würde es dir von Herzen wünschen, Simone, dass irgendwas kommt. Ja, ich mir auch. Ja, also das kann ich anbieten und ich hoffe auf eine gute Resonanz von meinen Zuschauern und Zuhörern. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. Morgen haben wir Dienstag und morgen haben wir Themennacht. Und ich möchte euch sagen, was wir für ein Thema morgen haben. Morgen heißt nämlich unser Thema Schweiß. Was fällt euch zum Thema Schweiß ein? Leidet ihr vielleicht unter sehr starkem Schweiß, vor sehr starker Schweißbildung? Mögt ihr vielleicht sogar Schweiß im Sinne eines Fetisch vielleicht? Oder ekelt ihr euch sehr vor Schweiß? Habt ihr in eurem Umfeld jemanden, der unerträglich riecht oder vielleicht ist sogar euer Partner oder eure Partnerin so, dass ihr sie oder ihn nicht riechen könnt, weil sie oder er so sehr nach Schweiß immer riecht und es irgendwie gar nicht in den Griff zu kriegen ist. Also unser Thema morgen heißt Schweiß. Welche Geschichten fallen euch zum Thema Schweiß ein? Wie immer könnt ihr mailen oder eben morgen anrufen. Vor der Sendung ab 0 Uhr sind wir erreichbar und wir beginnen dann wie immer um 1 Uhr. Hier ist Saskia. Saskia ist 15 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Saskia. Weswegen rufst du mich an? Es geht darum, dass ich seit längerer Zeit, beziehungsweise bis vor kurzer Zeit sexuell missbraucht worden bin. Von meinem Stiefvater. Das Ganze ging 6 Jahre und 8 Monate. 6 Jahre ging das? Und 6 Jahre und 8 Monate. 6 Jahre, 8 Monate. Und das ging bis vor kurzem? Ja, also bis letztes Jahr im April. Und er ist jetzt zwar im Gefängnis, aber ich komme mit der ganzen Situation überhaupt nicht klar. Das heißt, er ist wegen dieser Sache auch im Gefängnis? Er ist verurteilt worden, ja. Er hat 12 Jahre bekommen. Ja. Dazu muss man sagen, das kann durch mehrere Sachen gekommen sein, weil das Ganze hat angefangen kurz nach meiner Einschulung mit 7 und hat sich dann immer weiter hinausgezogen. Meine Mama ist auch Dialysepatientin und wenn man diesen Arm, sag ich mal, verletzen würde, wäre man da spätestens einer Minute tot und damit hat er mir immer gedroht. Sagst du was, schneide ich ihr den Schandarm auf, so nennt man diesen Arm. Ja. Und dann habe ich mich ihr halt nie anvertraut. Also das ist der Arm, mit wo das Gerät angeschlossen wird? Genau. Zur Dialyse? Mhm. Mhm. Er hat dich also so unter Druck gesetzt, er tötet die Mutter, wenn du den Mund aufmachst. Genau. Wie ist es denn dann rausgekommen vor anderthalb Jahren? Also am 6. April 2005 hatten wir schulfrei bekommen, weil wir zu wenig Lehrer hatten. Ja. Und dann bin ich mit ein paar Freunden beim Verbrauchermarkt von uns im Dorf gewesen und dann habe ich ihn da auch getroffen und
da meine Freunde ihn irgendwie auch nicht leiden konnten, sind die dann schon früher abgehauen. Wir haben uns dann für nachmittags verabredet. Und dann hat er mich halt in eine Ecke gezogen und hat dann gesagt, ja, du weißt ja, ich habe morgen Geburtstag und ich werde der erste Mann für dich sein und ich will auch ein Kind mit dir. Und da habe ich rot gesehen, weil diese 6 Jahre und 8 Monate mit dem Missbrauch waren alle von hinten, also Analverkehr. Und dann bin ich halt in diesen Verbrauchermarkt rein, hab mir billige Batterien genommen, mich vor den Verkäufer hingestellt, den angegrinst und die Batterien eingesteckt. Und dann wurde ich dann von der Polizei abgeholt. Und ich wusste, wenn ich lüge oder klaue, dann kriege ich von meiner Mama Hausarrest und muss nicht alleine zu ihm hin. Alleine zu ihm hin? Das heißt, die haben getrennt gelebt? Ja. Ach so. Die haben erst zusammengelebt und bis meine Mama dann Dialysepatientin geworden ist, hat sie dann gesagt, freundschaftliche Basis, okay, sie konnte es ja auch nicht ahnen, was er macht. Und dann war das so aufgeteilt, dann warst du immer wieder mal bei ihm und auch bei deiner Mutter. Wo hast du hauptsächlich gelebt? Bei deiner Mutter? Und hast ihn dann immer wieder besucht? Genau. Sag mal, da hast du aber Nerven bewiesen. Du hast quasi, um gerettet zu werden, hast du die Batterien geklaut. Ja, ich habe Batterien geklaut, hab dann, bin dann von der Polizei abgeholt worden. Da war er aber dabei, ne? Als du da war er nicht mehr dabei. Ach so, da war er nicht mehr. Er weg. Und dann bin ich ja mit der Polizei abgeholt worden, da war meine Mama arbeiten. Dann bin ich auch zu dieser Polizeistation hingebracht worden. Hatte dann Nasenbluten und hab geweint, bis zum geht nicht mehr. Und hab dann halt gehofft, Mama gibt den Hausarrest und ich muss nicht alleine zu ihm, sondern kann warten, bis sie von der Arbeit kommt und wir gehen zusammen. Und dann hat die Polizistin mich angeguckt und gesagt, das kann nicht sein, du kannst nicht wegen einem Diebstahl so fertig sein, da ist noch mehr. Dann habe ich halt gefragt, was man machen kann, wenn der Stiefvater einen anfasst. Und so ist das Ganze dann auch ans Licht gekommen. Dann hast du aber Glück gehabt, dass du an eine sehr einfühlsame Polizistin gekommen bist, die dich quasi interpretiert hat, ne, gedeutet hat. Ja. Es hat ja auch irgendjemand sein können, der kein sensibles Auge hat. Ja. Und somit ist es jetzt rausgekommen. Ja. Das heißt, du hast die Batterien gar nicht geklaut mit der Vorgabe, ich will dann bei der Polizei etwas sagen, sondern du wolltest einfach nur nicht dahin müssen alleine. Genau. Das war der. Dann hast du zum ersten Mal, nach diesen schlimmen sechs Jahren bei der Polizei gesprochen. Genau. Und dann, da die das nicht wirklich bearbeiten konnten, sind dann auch welche von der Kriminalpolizei gekommen. Die haben mich dann auch 4 oder 5 Stunden lang nur befragt. War das schlimm für dich? So, ja, glaube ich. Du wurdest dann ja auch sicher sehr gefragt nach sehr vielen Einzelheiten und nach Ich wurde auseinandergenommen, bis zum geht nicht mehr. Ich wurde von A bis Z durchfragt. Alles von vorne bis hinten und ich musste jedes kleinste Detail erwähnen und es war nicht so toll. Aber da war deine Mutter dann auch schon mit einbezogen? Die wusste dann? Ja, meine Mama wurde dann von der Polizei angerufen und wurde dann dahin bestellt. Hat dann zu dem Chef gesagt, mir wäre was passiert, ich müsste wahrscheinlich ins Krankenhaus. Ist dann halt dahin gekommen und dann haben die gesagt, ja, ihre Tochter hat geklaut, aber ihr ehemaliger Lebensgefährte hat ihre Tochter auch so und so lange missbraucht. Und Mama war fix und fertig und wusste auch nichts mehr. Das glaube ich. Und die macht sich wahrscheinlich als Vorwürfe. Natürlich. Natürlich. Aber glaubst du denn, sie hätte dir etwas anmerken müssen oder hast du so perfekt gespielt? Ich habe 2 Seiten gespielt. Ich war auf der einen Seite das glückliche junge Mädchen und auf der anderen Seite war ich fix und alle und ich habe auch dadurch die Schule geschwänzt, weil meine Mama immer morgens um 6 Uhr zur Dialyse abgeholt worden ist mit Taxi. Und wir haben direkt gegenüber von meiner Schule gewohnt und er hat dann immer auf den Schulhof gewartet, bis sie weg war und es hat dann geklingelt und ist auch so reingekommen manchmal und all diese vielen Jahre. Ja. Wie hast du das empfunden, wenn er mit dir Sex hatte? Es war schlimm, es war grauenvoll. Ich musste auch Reizwäsche anziehen. Also ob es Latex war oder ob es schon getragene Unterwäsche war von Bekannten, von meiner Mama, von Freundinnen von ihr, wo wir zu Besuch waren. Er hat überall was eingesteckt. Ich würde gerade fragen, wie kam er denn da ran dann an die Sachen?
Ja, die meisten haben ja irgendwie so eine Wäschebox im Badezimmer ja, oder so. Ja, ja. Mhm. Das, oder wenn, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mhm. Also ein rundrum perverser Typ. Ja. Mhm. Mhm. Wenn ein Kind, und du warst ja noch Kind, ja, so viele Jahre so etwas Schlimmes erlebt, dann ist es ja eigentlich normal, wenn die ganze Sache dann auffliegt, dass dieses Kind oder der Jugendliche in deinem Fall jetzt sehr gut und intensiv psychologisch betreut wird. War das ja in deinem Fall nicht so? Oder ist das nicht so? Ich bin nach dieser ganzen Sache bin ich zur psychologischen Beratungsstelle gegangen, wurde auch sehr gut von der Frau betreut. Diese Frau hat mich auch während der Verhandlung, beziehungsweise an diesem Tag, wo ich die 4 Stunden aussagen musste, hat sie mich die ganzen 4 Stunden begleitet, hat sich extra freigenommen, alle Termine abgesagt. Ja. Und hat mir halt diesen ganzen Tag über beigestanden. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, haben wir noch in Niedersachsen gewohnt. Ja. Jetzt sind wir wieder nach Nordrhein-Westfalen gezogen, weil ich habe es da nicht mehr ausgehalten. Wie ist denn die Situation jetzt? Hast du jetzt einen Menschen, der dir hilft und dich unterstützt? Man muss dazu sagen, ich habe seit kurzer Zeit einen Freund. Und also er steht zu mir. Ja. Und aber keinen Psychologen und keinen Psychiater. Das noch nicht. Wir wohnen erst seit 2 Monaten hier. Jetzt hast du ja den ich stelle es mir schwer vor, wenn man so etwas hinter sich hat, dann ans Telefon zu gehen und in einer Fernseh- und Radiosendung anzurufen und über sich zu sprechen. Ja. Das stelle ich mir als sehr schweren Schritt vor. Den hast du aber jetzt gemacht und hast das auch sehr klar erzählt alles. Und du deute ich das richtig, dass du mich angerufen hast, weil es dir schon, am Anfang hast du auch so eine Andeutung gemacht, weil es dir schon sehr schlecht geht und du mit all dem nicht zurande kommst. Ja, also ich sitze auch hier und bin total am Zittern und dann ich drehe auch ab und zu hier noch völlig durch. Dann schreie ich meinen Freund an, geh weg, lass mich in Ruhe, du hattest, was du wolltest. Und ja, das heißt, ihr habt auch Sexualität miteinander, ihr beiden? Nein. Das nicht? Nein. Das geht nicht? Das geht nicht. Du lebst aber im Moment bei deiner Mutter, oder? Ja, sie hat das alleinige Sorgerecht für mich. Weil das war, sie und mein Stiefvater, die waren nie verheiratet, aber ich habe ihn damals als Stiefvater angesehen. Meine Frage vorhin mit dem Psychologen war so gemeint, es gab, ich formuliere es nochmal anders, es gab, nachdem du diesen schrecklichen Mann, diesen Täter losgeworden bist, es gab keine Psychotherapie, die du gemacht hast. Nein. Das nicht. Saskia, ich muss ja möchte ja erst mal ein Kompliment machen. Ich finde, dass du das ungeheuer klug und tapfer erzählt hast und auch gemacht hast mit den Batterien. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ja. Für dein Alter. Du bist erst 15 Jahre alt. Ja. Respekt, Hut ab. Finde ich wirklich ganz toll. Meine ich sehr ernst, wenn ich das so sage. Aber ebenfalls meine ich sehr ernst, dass du eine sehr gute Therapeutin. Vielleicht ist eine Frau das Allerbeste für dich. Ja, ich bin jetzt auch, ich stehe auch auf einer Warteliste jetzt bei einer Therapeutin. Wie lange wird die denn dauern? Also ich habe jetzt nächste Woche einen Termin. Ach so, für nächste Woche schon. Ja. Und da ist das geplant, das wird dann eine richtige Psychotherapie, wo du einmal in die Woche hingehen wirst. Wahrscheinlich sogar zweimal die Woche. Oder sogar zweimal in die Woche. Ja, das finde ich sehr richtig. Das finde ich sehr gut. Dann möchte ich dich nur ermuntern und ermutigen, das unbedingt zu machen. Ja. Denn ich glaube, dass deiner Seele so viel Verletzung zugefügt wurde in all den Jahren, dass wir, die das nicht erlebt haben, uns das überhaupt gar nicht vorstellen können. Ja. Und du bist zwar eine starke junge Frau, aber das schaffst du nicht alleine. Nein. Das ist dann schon gut, wenn du eine fachkundige Person an deiner Seite hast. Und auch ein Rat von mir, Saskia, wenn du diese Frau, wo du den Termin da hast, ne? Wenn du die nicht gut findest, dann sag nein. Dann geh auf die Suche nach einem neuen. Ja. Ganz wichtig ist, bei so einer großen Geschichte, um die es da geht bei dir, dass du mit einem Menschen zusammenkommst, wo du sagst, den finde ich gut, dem vertraue ich. Und da stimmt so, da stimmen die Verbindungen zwischen uns beiden. Jetzt möchte ich aber auch auf jeden Fall, dass du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führst, die hier im Hintergrund arbeitet. Ja.
Die kann dich vielleicht auch schon ein bisschen vorbereiten darauf, was, wie das dann geht bei der Therapie, und vielleicht hast du auch noch die eine oder andere Frage an sie. Mhm. Ich finde, du hast schon so viel geschafft jetzt, aufgrund deiner Stärke. Es kann nur gut weitergehen, wenn du jetzt auch tapfer dran bleibst. Und da habe ich eigentlich gar keine Sorge. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute, Saskia. Dankeschön. Und ich bin wirklich guter Dinge, dass, dass du schaffen wirst und dass, dass du da rauskommst aus diesem Tief. Ja. Alles Gute. Danke. Und du legst bitte auf, und die Sabine, so heißt meine Psychologin, die ruft dich an. Ja? Alles klar. Alles Dankeschön. Liebe. Tschüss. Tschüss. Hier ist Audrey. Stimmt das? Audrey? Hallo? Ja. Ja, guten Morgen. 47 Jahre bist du alt. Ja. Ist der Name richtig ausgesprochen? Ja. Ja. Ich war jetzt ein bisschen verunsichert. Audrey, um was geht's bei dir? Tja, bei mir geht's darum, dass ich Ende Juni erfahren habe, dass ich Krebs habe. Mhm. Und dann zweimal operiert wurde. Was für ein Krebs ist das? Bitte? Was für ein Krebs ist das? Es waren Eierstock- und Gebärmutterkrebs. Mhm. Ist das bei einer Routineuntersuchung rausgekommen? Nee, das ist durch Zufall rausgekommen. Ich hatte Bauchschmerzen und man hatte zuerst auf eine Blinddarmentzündung getippt und ja, dann hat man eine Zyste gefunden, mhm, am Eierstock, und die hat man dann rausoperiert, war eigentlich sehr zuversichtlich, dass das gutartig war. Mhm. Und einen Tag, nachdem ich zu Hause war, bekam ich dann den Anruf, dass es doch nicht so gut aussieht und dass ich nochmal kommen muss. Mhm. Und dann wurde der andere Eierstock und die Gebärmutter auch noch ausoperiert. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, zwei Operationen. Ja. Gab es danach dann auch noch eine Chemotherapie? In der Chemotherapie bin ich jetzt gerade mittendrin. Und wie geht es dir? Ziemlich schlecht. Mhm. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht abbreche. Wie lange musst du die noch machen, die Chemotherapie? Noch dreimal. Noch dreimal. Drei Zyklen. Mhm. Beschreib doch mal deine körperlichen Symptome im Moment. Also ich bin ständig schlapp, mhm, müde, mhm, hab tierische Schmerzen nach der Chemo. Du hast Schmerzen auch. Wo hast du die Schmerzen? Knochenschmerzen, ich kann mich kaum bewegen. Mhm. Und es geht nur mit starken Schmerzmitteln. Mhm. Und die gehen dann ein paar Tage und dann fängt der Magen-Darm-Trakt an, dann kann ich nichts bei mir mehr halten. Mhm. Ja, und dann bin ich einfach nur fertig. Ja. So ein Zyklus, wie lange dauert der jedes Mal? Drei Wochen. Drei Wochen. Gehst du dafür in die Klinik? Macht man das ambulant und du gehst dann wieder nach Hause? Oder? Ja. Ja. Mhm. Das heißt, von Anfang an hast du es so schlecht vertragen und es geht dir so schlecht. Ja. Und dreimal musst du es noch machen. Mhm. Ja. Was sagen deine behandelnden Ärzte dir denn? Was, wenn du das jetzt abbrechen würdest, was wäre dann? Weiß ich noch nicht. Eigentlich hätte ich jetzt am Mittwoch die nächste Chemo, aber im Moment fühle ich mich dazu nicht imstande. Mhm. Lebst du alleine? Ja. Ja. Hast du nahe Menschen, die dich so auch seelisch unterstützen? Oder bist du eigentlich sehr alleine? Also sehr alleine nicht, aber ich hab schon einige Leute, die ab und zu vorbeikommen, die mich unterstützen. Hm. Aber letzten Endes musst du halt doch selber durch. Letztendlich ja. Ja, ja. Hm. Warst du mal verheiratet oder hast du Kinder? Nee. Also immer alleine gewesen? Ja. Hm. Dazu kommt einfach noch, dass ich gerade so viele Probleme nebenher noch habe. Sag mal ein paar Stichworte. Ich habe ein Privatinsolvenzverfahren eingeleitet. Mhm. Und die Bank hat mir natürlich sofort alles gekündigt. Ich hatte von heute auf morgen kein Geld mehr. Mhm. Und konnte nichts mehr abheben, konnte keine Überweisungen mehr tätigen. Es wurde nichts mehr gebucht. Und müsste jetzt eigentlich auf der Suche sein nach einer neuen Bank, die mir ein Guthabenkonto einräumt. Ja. Aber da einfach auch die Kraft nicht dazu finden.
empfinde. Ich verstehe. Das heißt, zu diesen ganzen körperlichen Belastungen kommen auch noch diese existenziellen Probleme. Ja. Ist es denn sicher, darfst du denn, kannst du in deiner Wohnung wohnen bleiben? Das weiß ich auch noch nicht, weil meine Vermieterin macht auch Zicken, die weigert sich, die Heizung einzuschalten. Hm. Ich liege praktisch den ganzen Tag in der kalten Wohnung. Und dann in dieser Jahreszeit, wo es schon gerade auch nachts schon sehr kalt wird. Ja, eben. Hm. Hm. Wie kommt es, dass du dich so sehr verschuldet hast? Ja, durch eine Partnerschaft. Da war ich einfach zu dumm und zu gutgläubig und das muss ich jetzt ausbaden. Und der hat dich damit reingerissen? Ja. Das heißt, es kommt alles zusammen. Das Körperliche, das Materielle und auch das Seelische. Genau. Das heißt, hier geht es so richtig scheiße. So richtig am Boden unten hängst du. Hm. Hm. Audrey, sag mir mal, erzähl mir mal, was dein Arzt, um auf die Krankheit zurückzukommen, was die dir gesagt haben, wenn du die Chemos durchziehst. Wie ist die Prognose? Also die Prognose ist grundsätzlich eher gut als schlecht. Mhm. Weil durch das zufällige Entdeckung das rechtzeitig, also nicht rechtzeitig, sondern frühzeitig entdeckt wurde. Ja. Aber man weiß halt noch nicht, ob der Krebs gestreut hat. Klar, das weiß man ja nie so richtig, aber die Ärzte sagen ja schon mal so grundsätzliche Prognosen, wie du es gerade auch formuliert hast. Das kann natürlich auch noch wieder sich verändern, aber die hätten ja auch jetzt sagen können, ja, wir machen zwar eine Chemotherapie, aber die Chancen sind dennoch gering. Hätte ja auch sein können, dass sie es gesagt haben. Ich habe es gerade jetzt nicht so schnell rechnen können. Wenn du alles so durchziehst, wie das geplant ist, wie viele Wochen wärst du damit noch beschäftigt? Also bis knapp Ende des Jahres. Bis knapp Ende des Jahres. Und im Moment hast du schon so einen Durchhänger, dass du sagst, ich kann nicht mehr. Ja. Hast du das denn, dass es dir im Moment so schlecht geht, auch mal mit einem deiner Ärzte besprochen? Mit meiner Hausärztin. Und was meint die? Ja, die will natürlich unbedingt, dass ich es voll durchziehe. Weiß die auch um deine anderen Probleme? Zum Teil, ja. Hm. Also, ich kann es ja nur als medizinischer Laie sagen. Aber daher so meine Fragen gerade auch. Ich würde natürlich dir auch sagen, zieh es unbedingt durch und versuche wirklich, auch wenn es noch so schwer ist, das hinzukriegen. Mir ist aber auch völlig klar, dass es nicht nur das ist, sondern dass die anderen Sachen dir eben auch so schwer zu schaffen machen. Wenn das andere gut wäre, könntest du das vielleicht auch besser verkraften. Das heißt, es darf aber jetzt nicht passieren, dass du beispielsweise die Chemotherapie abbrichst, deshalb vielleicht wieder erneut erkrankst und die anderen Probleme sind dennoch da und dann wird es noch viel schlimmer alles. Gut wäre es ja, wenn man in einem Bereich, im Bereich der Krankheit, vorankäme. Und vorankommen wäre, das durchzuhalten bis Ende des Jahres. Aber ich finde, dass du nebenbei Hilfe brauchst. Du hast ja hier auch schon angerufen, um zu reden. Ja. Verständlicherweise. Ich finde, dass du jemanden an deine Seite brauchst, der dir hilft. Einmal seelisch hilft und auch jemanden, ich weiß nicht, wie weit das ist mit Schuldnerberatung oder so etwas. Ob du da auch noch von der finanziellen Finanzberatungsseite jemanden brauchst? Wie weit ist, wie siehst du das? Ja, die Insolvenz ist ja durch und ich habe ja einen Treuhänder. Mhm. Aber der sagt mir halt, such so schnell wie möglich ein neues Konto. Mhm. 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 So, mir erscheint dann am allerwichtigsten, dass da eine seelische Stütze an deiner Seite sein sollte. Wir überlegen jetzt mal im Hintergrund, was wir gerade bezogen auf deine individuelle Situation, was wir dir da sehr gut raten können oder an wen wir dich da weiterleiten könnten. Ich sag dir nur, Adri, ich würde dir so von Herzen raten, dass du es durchziehst. Du bist erst 47 Jahre alt. Ja, aber was sind das für Perspektiven? Aber die Perspektive, wieder gesund zu werden, ist doch schon mal eine große Perspektive.
Ich weiß, das andere ist natürlich dramatisch. Aber die Gesundheit wäre doch ein ganz, ganz großes Glück und ein großer Schritt wieder ins Licht für dich. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Du bist jetzt im Moment, glaube ich, in so einer Stimmung, dass dir alles egal ist, ne? Dass du sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja. Es ist körperlich, du fühlst dich, und das will ich nicht runterreden, das kann ich mir schon vorstellen, wie schlimm das ist. Und dann diese ganzen anderen Dinge, dass man da im Moment perspektivlos ist, kann ich gut verstehen. Und man auch die Brocken hinschmeißen möchte. Aber ich sag's dir ja als jemand, der ganz außen steht. Und der außen steht, sagt, es ist toll, wenn du den Schritt schaffst zu deiner Gesundheit. Und wenn du den Schritt zu der Gesundheit geschafft hast, wirst du auch mehr Kraft haben, die anderen Sachen zu regeln. Das, was dir passiert ist mit der privaten Insolvenz, das ist so vielen Leuten schon passiert. Und die haben auch wieder einen Dreh bekommen, um ein einigermaßen vernünftiges Leben zu führen. Ich möchte dir so fürsprechen, Audrey, für das Leben. Und für all die Dinge, die du vielleicht auch am Leben auch früher gemocht hast, dass die es wert sind, wieder ja, auf die zuzugehen. Ja, da bin ich im Moment weit weg davon. Ja, das höre ich, das spüre ich und höre ich. Deswegen sagte ich gerade, finde ich es so wichtig, dass du einen Menschen an deine Seite brauchst. Jetzt werden wir es mal hier auf dem Sender abbrechen. Du legst bitte auf und wir, meine Psychologin hat heute viel zu tun, das habe ich gerade schon vor der Sendung mitbekommen, aber ich verspreche dir, dass du im Laufe der nächsten Stunde ungefähr von ihr zurückgerufen wirst. Mhm. Und dann besteht die Möglichkeit, in Ruhe zu überlegen, vielleicht auch noch sich auf morgen nochmal zu vertagen, also es besteht dann kein Zeitdruck. Okay. Ich verspreche dir, dass die Sabine dich anruft. Gut. Und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Kraft. Aus tiefstem Herzen. Danke. Liebe Audrey, mach's gut und auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Gabi. Und Gabi ist 50. Hallo Gabi. Hallo, guten Morgen, Domi. Guten Morgen, Gabi. Was ist dein Thema? Ja, ich weiß auch nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Und zwar, ich bin seit 2,5 Jahren mit einem Mann zusammen. Mhm. Habe aber noch meine eigene Wohnung, bin aber überwiegend bei ihm in der Wohnung. Wohnt ihr weit auseinander? Nein, in derselben Stadt. Mhm. Mhm. Und ich bin bei ihm, lebe bei ihm im Haushalt. Ich mache ihm also die Wäsche und koche und mache und tue, bis er von der Arbeit zurückkommt. Aber bei uns klappt es nicht im sexuellen Bereich. Von Anfang an nicht oder jetzt in der letzten Zeit nicht? Eigentlich von Anfang an nicht. Aha, was heißt es klappt nicht? Es ist so, er hatte vor meiner Beziehung, also bevor ich mit ihm zusammen war, hatte er eine Freundin, die hat ihn also sehr enttäuscht. Mhm. Und ich hatte den Eindruck oder habe immer noch den Eindruck, dass er sie immer noch liebt. Ach so. Sie wohnt im selben Haus wie er, aha, Tür an Tür, also direkt gegenüber von seiner Wohnungstür. Sie hat ihn auch verlassen. Bitte? Sie hat ihn damals auch verlassen. Sie hat ihn enttäuscht und verlassen. Und verlassen. Mhm. Und ich habe von ihm auch erzählt bekommen, dass sie ihn betrügt hat mit einem Mann. Mhm. Ne, er hatte mir erzählt und dass es ihm sehr wehgetan hat und dass er sehr psychisch dann ein bisschen angeschlagen war und war also auch danach auch krank 4 Monate und es hat ihn alles sehr mitgenommen. Wie lange war er mit dieser Frau zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre? Mhm. Ah ja. Also so Tür an Tür, die haben das am Anfang so ein bisschen verheimlicht, die Beziehung und so, weil sie wollte nicht, dass ein Gerede aufkommt im Haus und auf jeden Fall, diese Frau wohnt immer noch da. Ne? Und du hast den Eindruck, dass die Frau nicht nur da in dem Haus wohnt, sondern irgendwie auch noch in seinem Herzen ist? Ja, den Eindruck habe ich. Und du meinst, dass das die Ursache dafür ist, dass diese... Dass es einfach bei uns nicht praktisch klappt. Ne? Habt ihr noch kein einziges Mal richtig gut miteinander geschlafen? Es hat zwischendurch schon mal mit hängenden Würgen geklappt. Oh, das klingt natürlich nicht gut, nach 2,5 Jahren. Ja, ja. Wie oft kommt es denn überhaupt zu sexuellem Kontakt? Ja, das, also wenn ich bin immer derjenige, der was den Anfang macht. Mhm.
wo ihn praktisch stimuliert und wo ihm näher kommt, bisschen Schmus und dann eben dann, wo ihn dann stimuliert und dann, wenn er, also ich muss dann schon ganz deutlich sagen, wenn er, wenn wir zusammen sind dann, wenn es dann zum körperlichen Sex kommt, dann erschlafft das Glied und dann ist es aus, ne? Mhm. Entweder muss ich dann ihn oral dann noch befriedigen, dass es irgendwie, oder er macht es dann selbst mit der Hand und oder irgendwie, das ist... Und das ist jedes Mal so? Ja. Das ist natürlich für dich schlimm, ne, finde ich. Das ist sehr, sehr schlimm. Ja, das ist schon... Auch gesagt, also ich habe es ihm schon x-mal, also habe ich ihn drauf angesprochen. Ja, was sagt er denn dann? Und dann ist es auch so, also ich habe ihn sehr oft, erwische ich ihn oder höre es auch manchmal, praktisch erregt sich mit Pornofilmen. Ich bin dann vielleicht schon im Bett oder ich bin vielleicht mal im Bad und er denkt, ich bin auch noch in der Dusche oder so. Mhm. Dann habe ich ihn auch schon erwischt auf der Couch, dass er sich also praktisch dann befriedigt hat auf der Couch. Ja. Wie alt ist er? Er ist 60. Er ist 60? Ja. Du hast ihn dabei erwischt, wie er sich befriedigt? Wie er sich selbst befriedigt hat. Das klappte dann ganz gut. Ja, also ich kam dann halt zufällig dann vom Bad ins Wohnzimmer, lag auf der Couch und dann wurde er verlegen und da war ich dann auch schon sehr betroffen, weil das hat mir auch wehgetan, weil ich war ja da und er weiß ja, dass ich eine offene Einstellung habe zum Sex und dass ich, also ich habe ihn auch sehr, sehr lieb und bevor du es gerade mir sehr. Ja, bevor du es gerade gesagt hast mit dem Pornofilm, war mein erster Gedanke auch, neben der vielleicht unglücklichen Liebe, die dahinter ihm liegt, dass er, vielleicht hat er Potenzprobleme, ganz einfach. Ja, das kann vielleicht auch, also ich habe, aber jetzt du sprichst ihn darauf an. Was ist hier mit uns los? Warum funktioniert das nicht? Was sagt er? Das käme davon, weil er jahrelang alleine war und da hat er sich eben mit diesen Pornofilmen dann stimuliert und dann hat es auch geklappt dann hat er sich also erregt und dann hat es geklappt und aber er war doch nicht jahrelang alleine, er hatte doch die Freundin. Ja, genau. Also einfach, ich habe so das Gefühl, er redet sich da irgendwo raus. Hat er denn, gab es denn diese sexuellen Probleme auch mit dieser Freundin? Das weiß ich nicht. Frag ihn, finde ich. Hast du das Recht dazu? Er hält ja irgendwas hinterm Berg. Ja. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht, ja. Ich bin dann schon im Bett. Ja, und ich, er meint dann schon, ich schlafe und dann merke ich, Ola, der Fernseher wird leiser, klack, höre ich die Kassette und dann passiert das dann wieder im Wohnzimmer auf der Couch, ne, und dann kommt er ins Bett und ist ihm einfach... Geht er mit dir zärtlich und erotisch wenigstens um? Eigentlich nicht. Auch nicht. Also er nimmt mich arm und wir kuscheln auf der Couch und. Hast du denn könnte es sein? Ich meine, das ist natürlich das Schlimmste, was in einer Partnerschaft passieren könnte, aber man muss es ja alles aussprechen und bedenken. Ja. Kann es sein, dass du ihn einfach nicht scharf machst und dass er sich für dich körperlich nicht so interessiert? Ja, ich weiß auch nicht, ich. Wenn das von Anfang an so war, das macht mich so nachdenklich bei euch. Ja, er hat mich also... Küsst ihr euch ab und zu? Richtig. Also wenn ich zu ihm hingehe und möchte mit ihm auf der Couch kuscheln oder so. Ja, wenn du wieder hingehst, ja, ne? Ja, also ich muss also immer so ein bisschen in seine Nähe gehen. Mhm. Er kommt nie, also praktisch mal zu mir, also das muss ich schon sagen. Also wie ist denn sonst so? Nie zu mir und gibt mir mal richtig einen zärtlichen Kuss. Da muss ich immer schon... Also ohne deine Initiative würde da überhaupt gar nichts laufen? Ja. Nichts? Ja, genau. Wie ist denn sonst so das Verhältnis im Alltag miteinander? Funktioniert das gut? Macht ihr nette Sachen miteinander oder ist es auch eher so... Ja, beruflich ist er Reisebusfahrer und wir machen sehr oft schöne Fahrten miteinander. Und, aber das könnte man auch in so einer guten Freundschaft machen, in einer kameradschaftlichen Verbindung. Ja, harmonisch und so. Und wenn wir dann auf Reisen sind, da sind wir auch zusammen im Zimmer zusammen. Und da ist auch schon so passiert, ne? Ich finde, Gabi, ich muss mich jetzt kurz fassen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich finde, dass du den klarer befragen solltest, was da los ist mit ihm. Ja. Und das weiß er auch. Ich habe ganz klar zu ihm gesagt, ich glaube, du bist noch sehr verliebt in diese Frau. Und gut, vielleicht ist das der Grund. Er sollte es zumindest aussprechen. Und ich finde, dass du schon Recht darauf hast als Partnerin. Ja. Und wenn das weiterhin irgendwie so hakt,
dann ja. geht doch mal zusammen zu einer Paarberatung. Ja, eins, ja. zwei, drei Mal. Dass ihr in Anwesenheit eines Fachmenschen einfach miteinander redet. Jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Wir rufen dich aber gleich nochmal an und geben dir noch die ein oder andere Adresse, okay? Okay. Okay, mach's gut, Gabi. Ja, tschüss.